Einen wunderschönen guten Abend zu After Dark, hier aus dem übertrieben bunten Rocket Beans Bereich. Doch es wird gleich dunkler, vielleicht ist das sogar schon die Vorhölle, denn wir werden sterben im kommenden Spiel, im zu spielenden Spiel, so ist es richtig, Song of Horror. Da sagt jetzt der ein oder andere, Mensch, das hast du doch schon mal gespielt, und ich sage dann ja. Und es war sogar ganz geil. Ich weiß gar nicht, warum ich das eine Weile nicht mehr gespielt habe. Ist bestimmt schon fast ein Jahr her oder mehr. Und das Tolle an dem Spiel, ich sag schon mal gleich, ist, dass man verschiedene Charaktere spielt, die alle sterben können. Stirbt einer, übernimmt ein anderer. Es ist am Ende des Tages vielleicht für die Story relevant. Ich hatte das Gefühl, erstmal geht's darum, bis zum Ende durchzukommen. Mit irgendeiner der Cast, ne? Egal wer. Die alte Frau mit dem Krückstock. Mir egal, nehme ich. Den Hund. Ich nehme alles. Wir sind hier irgendwo. Moment, jetzt haben wir. Hier ist mein Controller, ne? Ja, er geht. Wir sind, glaube ich, jetzt hier bei meinem ganz alten Spielstand. Natürlich habe ich alles vergessen mittlerweile. Das ist klar. Ich weiß gar nichts mehr. Deswegen verzeiht mir, wenn ich nicht direkt reinkomme. Aber ich habe richtig Bock, habe es gerade spontan ausgewählt aus einer Liste von vielen Spielen, die ihr lange mal wieder gefordert habt und die ich bisher nicht machen konnte. Also hoffe ich, dass euch gefallen wird, dass es euch nicht zu spät kommt und dass ihr eintauchen könnt in die Atmosphäre des Spiels, auch wenn ihr vielleicht den ersten Teil gar nicht gesehen habt, ist aber auch nicht so schlimm. Ich bin sehr gespannt, wie ich gleich selbst reinfinde. So, und da sehen wir nämlich auch schon echt die Figuren. Das sind jetzt echt mal die Figuren, ne? Die du auswählen kannst, die ihr auswählen könnt. Etienne, das sehe ich ja jetzt erst. Da habe ich mich sicherlich letztes Mal auch schon drüber lustig gemacht. Etienne, Bertrand. Er hat ein Feuerzeug als Lichtquelle, Alter 45, ein selbstbewusster Self-Made Man, arbeitet als Vertriebsleiter bei Wake Publishing. In seiner Rolle als persönlicher Assistent ist Daniel zu einer Art Laufbursche geworden, obwohl Etienne ihm langsam immer mehr Verantwortung überträgt. Auch wenn beide sich gerne über den anderen beschweren, schätzen sie sich gegenseitig sehr und haben außerhalb der Arbeit ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, was jedoch keiner von ihnen gerne zugibt. Okay, hier Schnelligkeit, Unauffälligkeit, Stärke. Ich finde den gut. Also ich glaube, den nehmen wir. Wir werden trotzdem noch mal rumseppen, damit ihr die Möglichkeiten seht. In diesem Fall Sophie Van Denent. Ah, sie hat eine Kerze. Oh, was? Nein. Oh Gott, da sehen wir jetzt aber wirklich Konkurrenz für Etienne. Alina Ramos, eine Taschenlampe. Das macht mich offen gesagt... Das macht mich ein bisschen scharf. Aber wenn ich dann die Werte sehe, wobei Schnelligkeit, Unauffälligkeit ist auch richtig gut. Stärke ist gar nicht so schwach wie erwartet. Gelassenheit, das fehlt ihr. Alina ist leidenschaftlich, lernt schnell und scheut sich nicht davor, ihre Hände bei der Arbeit schmutzig zu machen. Stets gut gelaunt und energiegeladen. Hat sie mit ihrer Schwester die Welt bereist, auf der Suche nach einem besseren Leben für sie beide. Alina arbeitet jetzt als Elektrotechnikerin bei Monolith Security und ist Teil eines hochqualifizierten technischen Support-Teams, das High-End-Haussicherheitssysteme für exklusive Kunden repariert. Ich könnte schwören, ich habe mit ihr schon mal gespielt. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, und Sophie, da wollten wir, wie gesagt, eigentlich eben gerade schon mal drauf eingehen. Das Leben hat Sophie viele Male auf die Probe gestellt, aber sie hat das immer geschafft. Dank ihrer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit konnte sie die Kraft aufbringen, ihre gescheiterte Ehe mit Daniel zu beenden. Sophie, die eine renommierte Kunstgalerie leitet, genießt nun ein Leben im Wohlstand. Etwas, nach dem sie sich stets gesehnt hat. Den ganzen Tag faul in das Couch pupern. Und was machst du da? Rechnung, ja? Rechnung bezahlen. Das ist doch kein Leben. Ja, sie ist halt sehr gelassen. Klar, wenn man Geld hat, ist man sehr gelassen. Und sie ist sogar überraschend stark. Eigentlich ist sie, wenn ich das jetzt mal mir angucke, ist sie eigentlich der stärkste Charakter, was die reinen Werte angeht, oder? Er hier ist am stärksten. Oh, hier ist noch jemand. Oh Gott, der ist unsichtbar. Nein, der wird nachgeladen. Den nehme ich mal nicht. Vielleicht ist er auch schon tot. Das kann sein, dass ich den gewählt hatte.
Ah, und Sie? Ich komme gleich zum Spiel. Kurz nochmal schauen, Schnelligkeit und Unauffälligkeit. Ich mag die Taschenlampe, ich bin ehrlich, ich mag die Taschenlampe. Sorry, Etienne, sorry, aber das, es geht hier sehr um Licht. Es geht, ist sehr wichtig, dass man Licht hat. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen, eine Kerze. Wo sind wir denn? In welchem Jahrhundert sind wir hier? Schnell nochmal am Tee genippt. Okay, und jetzt in die Stimmung. Das kennen wir schon. Es gibt so einen kleinen Vorgarten. Treppe hoch, ins Haus rein, mehrere Stockwerke. Du hast leider gerade einen deiner Charaktere verloren. Ich bin drüber weg. Das ist Water Under the Bridge. Wenn dies passiert, ist die betreffende Figur nicht mehr Teil der Geschichte. Wenn du einen deiner Charaktere verlierst, bleiben alle Gegenstände, die sich in ihrem Besitz befanden, an Ort und Stelle liegen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich gestorben bin, wäre das hilfreich. Ausrufezeichen, da steht's ja. Solange du noch Charaktere im Spiel hast, wird dein Fortschritt im Spiel gespeichert. Aber beachte, wenn du alle verlierst, musst du das Episode neu starten. Es gibt ja mittlerweile das ganze Spiel. Also wenn euch das, was ihr gleich nach dieser langen Erklärung seht, gefällt, könnt ihr wirklich, ihr habt meinen Segen, euch das komplett zu kaufen. Denn es ist ein sehr interessantes Spielkonzept. Aber ich glaube nicht, dass egal wie ich spiele, ich bis zum Ende durchkommen werde. Ja. Ich drücke A. Ach, ich drücke. Jetzt drücke ich A. The door was open. Were they waiting for me? Hab jetzt natürlich auch keine Karte. Noch keine Karte. Ich kriege jetzt schon so ein bisschen Panik. Diese Geräusche. Ich habe natürlich vieles vergessen, aber ich weiß auch, dass wir hier unten schon einiges eingesammelt hatten. Deswegen muss ich eigentlich erstmal die Gegenstände wiederfinden. Und das Interessante ist, dass man immer die jeweilige auch Sicht der Person auf das, was man da sieht, beschrieben bekommt. Also in dem Fall hat sie eben schon einige Wohnungen gesehen und sagt deshalb andere Dinge oder denkt andere Dinge als, ja, welche Person hatte ich vorher? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es war, glaube ich, ein Verwandter. Oder es war ein Detective. Ich weiß es einfach nicht mehr. Schon zu lange her. Okay, ich brauche also Feuer. Ich kenne mich sogar noch ein bisschen aus, merke ich gerade. Aber ich werde einmal für euch auch durch alles so durchgehen. Ich sollte vielleicht noch sagen, dass ich ja auch, wie ihr wisst, gestorben bin aus einem Grund. Und zwar gibt es hier irgendwelche Monster. Ich habe noch nicht ganz verstanden, welche. Ich bin sehr schnell überfallen worden, habe es kaum mitgekriegt und war auch schon tot. Manchmal befindet sich irgendetwas hinter einer Tür und man hat ein kurzes Zeitfenster, das liebe ich besonders, um seinen Charakter zu retten, indem man die richtigen Dinge tut, die dann wahrscheinlich angezeigt werden, hoffe ich. Und so bin ich letztes Mal gestorben. Ich sag's euch nur, damit ihr Bescheid wisst. Keine Ahnung, wann was passiert. Aber die Taschenlampe ist schon sehr gut. Ah, da könnte doch jederzeit jemand einsteigen. Das ist jemand wie Sie, sieht das sicherlich nicht gerne. Oh, die Musik macht schon sehr viel. Da ist Gerümpel rum. Ein Raucherraum, okay, haben wir hier auch. Offensichtlich jemand, der wirklich gerne jagt. Hier war was. Hier war irgendwas. Ich erinnere mich genau. Hier war eine Falle und einer meiner Charaktere wurde hier, glaube ich, gegessen. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, sowas in der Richtung war da. Hier war eine Tür. Wir hätten nicht reingehen sollen. Danach ist die Tür verschlossen worden. Tja, guckst du doof. Ja, ja, ich glaube, das war so.
muss mal schauen, wie ich langsam eine Tür aufmachen kann. Ich glaube, ich habe das schon mal vor einem halben Jahr oder so gezeigt bekommen. Ich lass mal gedrückt. Nee. Ich will mal kurz nachschauen. Tutorials, genau. Lichtquelle an Türen lauschen. Tür Y. Okay. Blockiere sie. Das könnte auch noch wichtig sein. Etwas versucht hereinzukommen. Verhindere, dass sich die Tür öffnet, um Platz zu sammeln. Drücke wiederholt auf A. Okay. Sobald du dich stark genug fühlst, um gegen die Tür zu drücken, drück RT. Das ist der Dinge hinten. Okay. Zu warten, bis deine Kraft... Okay, ist riskant. Ja, der Klassiker. Man muss es abschätzen. Ich werde einfach in der Mitte versuchen, es zu machen. Sei sicher. Okay, jetzt weiß ich ein bisschen mehr. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Y. Ab jetzt wird gelauscht. Ich habe natürlich auch leider die Karte nicht. Das heißt, wenn ich... Die Karte habe ich ja verloren als, ne, als jemand anderes im Spiel davor. Und wenn ich die hätte, wüsste ich... Vielleicht wird es ja trotzdem angezeigt. Nein. Da kommt was. Da kommt was. Da ist wirklich was gekommen. Ich kann jetzt nicht weiter. Muss abhauen. Das klang wirklich ein bisschen so. Vielleicht kam das auch hierher. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass ich das häufiger schon gehört habe hier, das Rumlaufen. Ja, jedenfalls kann ich ja auf der Karte nicht nachgucken, wo das Ausrufezeichen ist, wenn ich... Ah! Oh ja, ich erinnere mich an vieles. Das Spiel ist ganz schön heftig. Ja, ja, ich erinnere mich. Das ist ganz gemein, hinterhältig und tödlich. Hier, 1634. Okay, merken wir uns mal. Shit. Shit. Das geht mir schon ein bisschen an die Nerven. Ich kann ja auch nichts machen. Ich habe keine wirkliche Waffe. Ich muss mehr horchen. Bücher, deren Sprache man nicht versteht. Da denke ich immer direkt an Cthulhu-Mythos oder irgendwas. Okay, ich habe das Licht angemacht. Ich drücke... Nee, seht ihr? Ich zeige es euch mal. Ich drücke Y, aber es passiert nichts. Das sehe ich mal als gutes Zeichen, dass ich hier durch kann. Hier war ich auch ein paar Mal. In meinem Spiel davor. Es tut gut, dass ich mich an einiges erinnere, allerdings nicht mehr genau an die Rätsel. Ich weiß ja auch, ich muss wahrscheinlich da hoch, wo es gerade so unangenehm war. Weil da bin ich vermutlich auch gestorben. Aber ich will und kann mich dem Ganzen noch nicht stellen. Okay. Habe ich hier noch irgendwas? Nein, leider nicht. Kann ja auch nicht speichern. Nichts kann ich machen. Immer Y, aber es bekommt nichts. Die Art, wie sie die Tür öffnet, macht mich wahnsinnig. Kann ich mich hier verstecken? Ich höre die ganze Zeit nur meinen Herzschlag und das macht mir Angst, weil ich denke, okay, vielleicht signalisiert es, dass irgendwo etwas näher kommt, aber nein, scheinbar nicht. Aber wer auch immer hier ist, er mag keine Spiegel. Jedes Türöffnen wird zur absoluten Nervenzerreißprobe. Ist das die Seite, an der ich schon war?
Könnte ich mich hier verstecken? Gibt es hier einen Button fürs Verstecken? Walkie-Talkie benutzen. Ja, ich kann es ja mal benutzen. Nein, bringt nichts, ne? Weiß nicht, was mit diesem Ding los ist, aber es treten immer wieder seltsame elektrische Störungen auf, sagt Alina. Und deswegen nehme ich an, dass es so eine Art Silent Hill System gibt, vielleicht, was mir ankündigt, sobald irgendwas Gefährliches sich nähert. Ich hoffe zumindest, dass es so ist. Habe ich noch mehr? Nein, das ist ja wirklich scheiße ausgerüstet, ey. Sie ist auf jeden Fall voller Bewunderung für die Person, für die junge Person, die hier lebt. Scheint ein guter Mensch zu sein, aber wahrscheinlich nicht mehr lange am Leben. Nicht, wenn du nicht endlich mal lernst, an den Türen zu lauschen. Oh, ich habe alle meine Sachen. So, Entschuldigung, ich will nur sicher gehen. Ah, okay, dann gehe ich einfach nochmal in die Tutorials, die Welt, wo steht das? Die Umgebung erkunden. Da. Um die Karte zu öffnen, drücke den L rein. Okay. Ah. Okay, hier vorne ist eine Kerze. Was bedeutet nochmal Kerze? Ja, wir schauen mal gerade. Ach nee, das ist eine verbarrikadierte Tür. Hinter Balkon, Spielzimmer. Ja, vielleicht noch ein Rätsel. Ja, sieht so aus. Ja, im Keller ist auch noch irgendwas. Da ist ein Schlüssel. Na gut. Jetzt haben wir einen kleinen Eindruck, aber natürlich noch nicht. Wissen auch. Oh, jetzt kann ich endlich mal lauschen. Das klingt offen gesagt nicht wie ein Raum, in den man gerne reingeht. Ich glaube, es ist eher so Rückwärtslaufen-Time. Da gehe ich nicht hin. Aber ich kann ja mal gucken, auf der Karte, es steht natürlich jetzt keine Bezeichnung dabei. Aber das merken wir uns mal. Hier ist scheinbar alles safe. Ey, Madre! Ich kann es einfach nicht. Kein Spanisch. So, ja, immer dieselbe Frage. Wie ist es halt zerbrochen? Irgendwas dagegen geflogen? Da hat jemand... Oh, oh! Das ist aber nicht original. Jetzt gehe ich nochmal daran. Alles noch genauso. Was bedeutet dieses kleine Auge? Das durchgestrichene Auge. Ich war hier schon, aber in welchem Kontext steht das hierzu? Ich gehe kurz mal rein, damit ich das vielleicht mal raffe. Was bedeutet das in der Ecke? Ja, ich würde auch sagen, das ist irgendwas Manipulierbares. Hier kann man nicht... Ach, hier kann ich... Okay, also, wenn ich verfolgt werde, muss ich in diese Räume gehen. Ja, verstanden. Also, akzeptiert. Wahrscheinlich noch nicht ganz verstanden. Wir werden sehen. Hier links kann ich mich verstecken. Da ist aber auch ein Zahnrad. Dem will ich mal auf den Zahn fühlen. Jetzt habe ich voll Angst, aber das war, glaube ich, nur eine Grafik.
Ja, hier war ich natürlich auch schon. Aber vielleicht hat sie ja manchmal noch interessante Insights zu den Dingen. Wie das zum Beispiel. Gut zu wissen, hier also unterm Schreibtisch. Ich dachte gerade für einen Moment, es wäre schon gleich nötig. Ja, hier hat der Raucher gehaust. Okay, ich sehe schon, wenn kein Y angezeigt wird, muss ich es natürlich auch nicht drücken. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst. Den habe ich wohl eingesammelt. Mal gucken, ob ich den benutzen kann. Ah. Das finde ich übrigens auch ziemlich geil, dass ein Schlüssel hier nicht einfach automatisch, sage ich mal, das ist der Schlüssel, du findest ihn, also passt er hier, sondern du musst einfach ausprobieren, ob der, indem du davor einfach einmal ihn reinsteckst. Das finde ich irgendwie sehr cool. Gib dem Ganzen, was eh schon hier alles so ein bisschen kniffliger sein soll, gib dem Ganzen noch einen Funken Realismus. Dieses Symbol vor dem Fenster. Naja, wir werden es auch hier sehen. War da gerade ein Y? Nein. Nein, nein! Ach, nope. Ich habe aus Versehen A gedrückt und direkt Panik bekommen. Wir hören trotzdem mal. Da wäre ich nämlich jetzt auch nicht rein. Zum Glück war es abgeschlossen. Ach, Glück gehabt, ey. Ich schaue mir nochmal den Balkon an und dann... Ah, hier ist ja auch noch direkt um die Ecke. Aber es wäre eigentlich besser, wenn man an allen Türen horchen müsste und dann eben immer gucken muss, höre ich irgendwo Heulen und Zähneklappern oder das Schleifen von einer großen Kette über den Holzboden voller Blut. Nein, höre ich nicht, dann gehe ich rein. Ich finde, das würde dem Ganzen, aber vielleicht ist es auch ein Schwierigkeitsgrad, den ich eingestellt habe. Es gab sehr viele unterschiedliche. Im Zweifel ist es mein Fehler. Ja, also hier ist nur irgendein Krimskrams, ne, alte Farben. Alte Gemälde, Reste, alte Fotos, okay. Oh, und hier wurde doch auch was gemacht. Genau, das ist doch Quatsch. Habe ich das? Ah, jetzt sehe ich zum ersten Mal, dass ich auch hin und her die Haiku-Mappe, die werde ich mir gleich nochmal, die Streichholzschachtel, untere Hälfte eines Schlüssels. Die habe ich wahrscheinlich auch gefunden. Sekundenkleber. Könnte ich die untere Hälfte... Der ist ja fertig. Was ist das hier? Die Grillzange. Ha. Ich glaube, noch kann ich da nicht viel mit anfangen. Ich könnte unten den Kamin anzünden und dann mal schauen, ob da mit der Grillzange, ob ich da irgendwas finde. Oder irgendwas einschmelzen. Ich könnte wahrscheinlich auch irgendwas einschmelzen. Aber was mache ich hier mit diesen Striemen? Was kann ich da schon machen? Ja, das ist ja klar. Wonach sieht das aus, was man hier machen könnte? Das verstehe ich nicht. Ist hier noch irgendwas? Sieht aus, als wäre was gezogen worden oder Farbe. Als wäre da unten eine Tür, die ich halt aufmachen könnte. Okay, einmal nochmal durchgucken. Walkie-talkie, nein. Schlüssel, nein. Haiku-Mappe, nein. Streichschacht. Ich probiere es mal. Nope. Komm. Der Schlüssel hier, der bringt gar nichts. Okay, komm einmal, aber ja. Nope. Okay, gut, 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 ich höre auf. Ja, hatten wir schon. So, ich bin gespannt, ich bin bereit für gefährliche Action. Da unten im Spielzimmer, ich wollte noch auf dem Balkon. Im Spielzimmer kann ich mich auch verstecken.
Ist das das Zimmer, in dem ich schon war? Ich muss einmal noch mal rein. Nee, auch anders. Okay, hier kann ich wahrscheinlich rein. Ach, diese Musik, die macht es so schlimm. Ja, ein weiteres Rätsel. Okay, Räume. Ich mach mal neu starten. Ich habe hier eine Puppe. Shit, ich weiß nicht mehr, wo das hingehört. Ich glaube, dass ich auch noch nicht genug Puppen habe. Ich glaube, dass ich alle Puppen irgendwie da am Ende irgendwo rein müssen. Aber wo könnte die hingehören? Ich weiß es nicht. Ich könnte nur raten. Fällt mir irgendwas ein? Badewanne, Bett, unten die Küche, das Esszimmer, das Wohnzimmer. Nee, ich glaube, das kleine Kind, das Zimmer des Kindes war eher... Naja gut, eigentlich eher der Eltern. Egal, das ist es jetzt. Weites Bild von Saul, ein Bild von Hushers jüngstem Kind. Die schauen aber alle sehr schlecht. Die haben keinen guten Tag. Saul ist 7. Okay. Habe ich registriert. Ja, Balkon. Ich glaube... Und jetzt? Ich weiß nicht wohin. Oh nein, hier kann man nicht weghauen, hier kann man nicht abhauen. Ich weiß nicht, ob ich hier sicher bin. What a relief. Wie ich gerade sofort, weil die Karte, ich konnte die Karte nicht mehr aktivieren und ich habe mich nicht getraut, irgendwo hinzugehen, wo ich vielleicht, ich hätte ins Spielzimmer gemusst, Mann, ja. Oder ins Arbeitszimmer um die Ecke. Das muss man sich echt einprägen. Eigentlich jedes zweite Zimmer. Okay. Oh, ging mir da die Pumpe. Das war ja hinterhältig. Das war absolut gemeingefährlich war das. Wir machen kurz Werbung und dann sind wir wieder hier. Und spielen noch mehr, oh Gott, wie heißt das? Song of Horror? Pi mal Daumen könnte stimmen, kann nicht stimmen. Auf jeden Fall geht's gleich weiter. Und noch habe ich überlebt, ich bin selbst überrascht. Schaut mal gleich mit mir, ob es so bleibt. Und dann gehen wir auch endlich auf den hinteren Balkon. Bis dann. Zurück bei After Dark mit Song of Horror. Wir gehen direkt ins Spiel, denn es ist wirklich mega spannend. Eben gerade tanzte der Bär durch die Hütte. Wirklich, durch das Haus. Ich war doch erst 10 Minuten da. Keine Ahnung, was das für ein Bäralarm ist. Auf jeden Fall hat er funktioniert. Ich habe keinen Bock mehr. Ich klaue nichts mehr. Den Flat lasse ich euch da stehen. Könnt ihr behalten, den 60 Zoller. Ich kaufe mir morgen einen eigenen. So, was ich eigentlich sagen wollte ist, es gibt hier mehrere Ecken, wo ich in Sicherheit bin. Ich vergesse sie immer wieder. Vor allen Dingen, wenn ich verfolgt werde von einem Erdbeben. Und deswegen muss ich jetzt erstmal kurz durchatmen und Tee trinken. Oh, gut. Jetzt geht es schon wieder. Ich bin wieder aufgepowert. Für weitere 30 Minuten hier im Horrorhaus. Aber es klingt alles okay. Bin immer noch im Prozess, die ganzen Räume zu durchsuchen. Ich merke mir, hier links könnte ich mich verstecken, sollte es nötig sein. Und ich habe sicherlich noch einige Räumlichkeiten, wo es noch Rätsel für mich gibt. Ich war hier überall schon mal, aber ich weiß nicht mehr genau. Es kann sein, dass ich ihn später noch brauche. Batterie ist schon verbunden. Also es ist schon noch, es gibt noch einiges zu tun.
Entschuldigung. Da. Es ist so ungewohnt, durch den Druck auf den auf den linken Analogstick die Karte aufzurufen. Ah, ich habe jetzt alles hier durchsucht. Ich gehe jetzt einfach nochmal in ein anderes Stockwerk. Ich traue mich aber auch nicht, weil hier oben weiß ich wenigstens, wo alles ist. Das ist aber auch ein großes Haus, sag mal. Jeder Bildwechsel macht Angst. Warum sind hier, wir waren da schon, aber warum ist hier gar nichts? Was heißt das da auf der Karte? Ach, das ist nur mein Licht. Ich dachte, es wird irgendeine Entität oder sowas hinter mir angezeigt. Der große Bär. Oh, ich dachte schon gerade. Hier habe ich doch letztes Mal das Licht ausgemacht. Okay. Kannst du rennen? Okay, ich gehe runter. Hier habe ich jetzt alles durchsucht. Unten weht ein neuer Wind, hoffe ich. Und hier oben muss immer noch ein Bild aufgehängt werden, aber ich weiß nicht welches. Kann ich hier ganz normal durch? Ja. Okay, ich kann hier vorne, kann ich mich verstecken. Es sei denn hier... Nein, alles gut. Alles, die Luft ist rein. Ja, dann was für ein schöner hoher Tisch. Ich könnte leicht darunter klettern. Dann kletter doch darunter. Ah, du machst mich fertig, Frau. Was muss ich machen? Muss ich das drücken, gedrückt halten? Janina, wir kannten uns kaum. Was ist dir passiert? Musst du den Herzschlag und den Puls deiner Figur synchronisieren? Da muss ich jetzt erstmal gerade hier. Jetzt ist sie gestorben, das macht mich wahnsinnig. Wir haben wirklich erst angefangen. Alter. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Ne? Das tut mir jetzt echt leid. Das war jetzt nicht, das habe ich nicht gewollt. Okay. Den Pulsschlag mit deiner, warum könnt ihr das nicht nochmal andeuten? Ich habe es ja teilweise versucht. Ich glaube, ich muss einfach im Rhythmus L und R. Ich habe es einmal gezeigt und dann dachte ich, okay, ich warte ab, bis es wieder gezeigt wird. Weil dann muss ich es wahrscheinlich immer drücken. Nee, wird nur einmal gezeigt. Kriegst im Leben keine zweite Chance. Okay, nehme ich jetzt... Oh Mann, ey. Ja toll, jetzt habe ich hier nur noch Auswahl der... Ah, Tod. Er ist noch da. Etienne bleibt bis zum Ende. Sophie, Alina ist nicht mehr. Alexander ist nicht... und ja, es muss halt echt scheiße. Das ist echt traurig. Gut. Dann nehme ich Sophie. Die arme Sophie. Mit ihrer Kerze. Ich glaube, ich werde sterben. Ich glaube, ich werde immer wieder an diesen Stellen sterben. Und ich habe ja nicht mehr viele Leben. Ich habe ja jetzt nur noch sie und Etienne. Sie, auf sie gebe ich nicht viel. Sie ist, sieht langsam aus. Aber dafür bin ich jetzt wieder, das ist ja auch ein Vorteil, wieder im Spiel.
Ich weiß wieder mehr oder weniger, was passiert und was von mir erwartet wird. Und ich weiß auch, wie ich mich verstecke. Das gerade eben hat ja eigentlich schon geklappt, bis halt zum Ende mit dem Timing. Aber bis dahin war es doch okay. Ich gehe nochmal kurz, damit ich das einmal gemacht habe, hier nochmal durch den Garten. Genau, das klemmt. Es ist wirklich, es ist niederschmetternd, wenn ein Charakter gerade noch so dem Ei entschlüpft. Man hat gerade ein Gefühl bekommen für ihn. Und dann wird er einem schon wieder weggenommen. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Spiel, wenn es darum geht, nochmal neu anzufangen. Weil ich habe ja nicht so viel gemacht. Ich habe einfach nur ein paar Sachen eingesammelt. Is there anybody home? Tja, okay, gehen wir wieder hoch und sammeln die restlichen... den restlichen Kram wieder ein. Okay, offensichtlich haben wir die Karte auch so. Hätte ich mir am Anfang dann auch sparen können. Das lange Rumsuchen. Ich glaube, ich habe am Anfang immer ein bisschen Zeit. Ich glaube, sie geben einem schon eine halbe Stunde, bevor sie einem anfangen zu tyrannisieren, bevor sie einem den Boden unter dem Bein wegziehen. Deswegen bin ich jetzt relativ safe. Hier bin ich also auch gestorben. Aber auch in dieser Zwischenwelt... Oh, ich drücke einmal kurz in die Tutorials. Ich möchte einmal hier. Verstecke dich. So, gucken, ob ich das gemacht habe. Etwas Schreckliches nähert sich. Du musst dich verstecken, bevor es zu spät ist. Schau dich um und finde einen Ort der Augen mit diesem Symbol. Um zu rennen, drücke LT. Das probieren wir gleich nochmal aus. Bewahre Ruhe. Du hast es geschafft, dich vor der Dunkelheit zu verstecken. Aber das Schlimmste kommt noch. Versuche, einen Schritt voraus zu bleiben. Um dich zu beruhigen, achte auf deinen Herzschlag und drücke LT plus RT. Also die beiden hier, ne? Buttons Trigger. Wenn der weiße Rand den Mittelpunkt des Kreises erreicht. Ich hab's dann und wann sogar schon richtig gemacht, aber ich dachte am Ende, ich mache lieber nichts. Schau es nicht direkt an. Okay. Okay, komm. Let's go. Diese Tür hier macht mich fertig. Ja, so viel Neues hat sie aber bisher auch nicht beizutragen. Ich weiß gar nicht, in welcher Verbindung sie steht, weil ich mir den Text jetzt nicht nochmal eben durchgelesen habe. Aber sie gehört auch hierher. Und ich nehme gerne ihr Leben, um die Rätsel dieses Hauses noch ein bisschen weiter zu ergründen. Ja, hier waren wir ja auch schon. Kann sie vielleicht Klavier? Ja. Ah. Nee, scheinbar nicht. Okay, auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Rätsel. Bibliothek scheint leer. Im Esszimmer kann ich mich verstecken. Kurz mal schauen. Okay, hier. Hier im Esszimmer unter dem Tisch. Ja. Dann gehen wir erstmal nochmal zu dem Rätsel hier am Wohnzimmer, an der Wohnzimmerecke. Wie ihr schon seht, mit der Kerze kann man deutlich weniger erkennen. Hier ist das Rätsel. Jetzt brauche ich eine Art Brandbeschleuniger. Ja. Ich glaube, das Streichholz an sich reicht nicht. Oh komm, ich bin doch gerade erst... Aber hier ist doch der Tisch. What was that? An earthquake? Okay, ich muss erstmal die Logik des Spiels raffen. Wenn das kommt, soll es mir Angst machen. Es kann mir nichts tun. Ich brauche mich nicht verstecken. Meine Kerze ist aus. So eine Scheiße. Ich war nur erst 10 Minuten hier. Okay. Brandbeschleuniger hatte die Kollegin von eben ja auch nicht dabei. Also es lohnt sich im Moment nicht, meine Sachen zu suchen. Denn ich habe ja nichts Wichtiges dabei. Ich habe zwar einen Schlüssel. Da ist übrigens auch, da liegt auch ein Schlüssel. Wie komme ich denn da nochmal ran?
Da werde ich mir gleich mal angucken. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht genau, wie ich da hinkomme. Über die Garage? Aber wie komme ich dann von der Seitenveranda ran? Wie komme ich da in den Garten, ist das, oder? Ist das vielleicht... Mal gucken, vielleicht ist das mit der Treppe irgendwie, hängt das zusammen. So. Bevor ich jetzt hier wieder rausgehe, gehe ich doch nochmal, genau, in die Bibliothek. Einmal nochmal kurz. Ja, leider nichts wirklich Wichtiges. So scheint es. Auch nicht zum, nicht mal was zum Verstecken. Es ist einfach eine Sackgasse. Die ich besser lasse in Zukunft. So, sieht so aus, als wäre es wichtig. Nein. Also ich lese das jetzt nicht immer vor. Ich kenne das ja auch ein bisschen schon. Das sind die Schwerter und die Bücher. Der ganze Kram, den man halt in seine Bude stellt, damit die Leute denken, man ist weltmännisch. Man ist wer? Man hat was. Da, Diplome. Weiß ich gar nicht. Für was? Stricken. Ja, egal. Ich kann's. Also, mal, und auch vor allem an so eine Ecke gehängt, ja, wo es eh keiner sieht. Aber Hauptsache alles voller Bücher und schön Feuer, brandgefährlich. Ja, okay. Nicht wichtig. Jetzt gehen wir also doch wieder weiter. Jetzt schaue ich nochmal über die Treppe, was mit diesem Schlüssel da unten abgeht. Aber ich bin völlig angespannt. Ich kann mich gar nicht entspannen. Ich kann gar keinen Spaß haben, weil mich das Spiel so fertig macht. Okay, vor mir ist die Treppe. Wenn ich links komme ich raus, da kann ich ja rein. Okay. Nee, kommen wir gar nicht, oder? Kann ich hier durch? Ja, stimmt. Okay. Dann muss ich einen Umweg gehen. Ja, und zwar hier über die linke Tür. Kann ich mich hier verstecken? Ich glaube nicht. Nee. Okay, gegenüber. Das ist doch schon ein guter Anfang. Okay. Kurz mal schauen, wo ich mich da verstecken kann. Ein Schrank. Na, vielen Dank. Ja. Ich weiß, ich weiß. Diese furchtbare Beobachterperspektive. Hier ist irgendwas, irgendwas läuft rum. Ich spür's auch. Okay. Mein Plan wäre, offensichtlich läuft ja oben einer rum. Hier unten, wenn ich die Treppe... Das ist so bescheuert. Ihr seht's ja, oder? Ihr seht es ja. Warum? Was ist das? Warum ist da eine Tür unter der Treppe? Wie komme ich unter die Treppe? Vielleicht muss ich dann nochmal genau hingucken. Aber im ersten Stock, da laufen... Da laufen ganz krumme Dinger, würde ich sagen. Laufen da rum. Okay. Geradeaus und dann die nächste rechts. Da ist schon wieder was. Denn da hinter. Okay. Jetzt bin ich also hier in dem Raum, den ich die ganze Zeit gesucht habe, und hier war diese Tür. Ist okay. Das klingt safe. Da gehe ich doch rein. Ah. Stimmt, ich erinnere mich, die war immer verriegelt, deswegen ist da wohl auch. Aber warum sehe ich den Schlüssel auf der Karte? Das macht mich doch wahnsinnig. Kannst du nicht machen? Naja. Oh, ist der Koffer? Ah. Gepackte Koffer, genau. Überall.
dort draußen oder in der Garage. Hier kann ich mich aber auch nicht gut verstecken. Aber das ist die andere Seite jetzt der Hecke. Die Bedienungsanlage für den Boiler habe ich einmal schon gemacht. Brauche ich vielleicht jetzt gar nicht mehr. Eieiei. Ich höre das doch. Ah. Es ist nur die kleine Tür. Schatz, es ist nur die kleine Tür. Der Fiel ist hier aber nicht. Arme Leute. Da kann doch mal ein Pool hin. Wie soll ich das nur verkaufen? Das will doch keiner mieten. Da muss ich aber ganz schön General überholen. Ein Schaufeleimer für die Gartenarbeit. Hier ist ein... Was ist denn das jetzt hier? Ihr seht das auch, ja? Das ist doch keine Tür! Also irgendwie hole ich mir jetzt den Schlüssel. Nein! Das soll es sein! Ich verstehe! Ich verstehe! Jetzt verstehe ich! Wo sind meine Items, die ich ja jetzt gar nicht mehr habe? Weil ich bin ja jetzt jemand anders. Och, scheiße. Wie komme ich da nochmal rein? Moment. Ah, L und R, okay. Dokumente, ja, später. Habe ich den doch? Habe ich die Sachen? Ja, ich habe sie ja doch eingesammelt. Okay, ich dachte schon panisch. Nee, aber das sieht gut aus. Was hat sie denn da? Duftkerzen? Ah, okay, da in der Mitte ist eine. Und was bringen die? Sophie hat immer gesagt, dass der Duft dieser Kerze sie beruhigt und ihr ein Gefühl von Sicherheit gibt. Okay, ich kann die also benutzen, um wahrscheinlich meinem Wahnsinn vorzubeugen oder was auch immer. Ich schließe jetzt erstmal auf. Ja. Okay. Das ist jetzt alles sehr neu. Nein! Ich habe schon wieder kein Y gedrückt. Eine Notiz von Marsha an ihren Mann Alexander, die in der Hascha-Villa hinterlassen wurde. Verfasst am 20. September 1998. Alexander, ich wünschte, du müsstest diese Notiz nie finden. Ich habe das Haus verlassen, aber zumindest habe ich das versucht. Ich hoffe inständig, dass es nicht das letzte Mal ist, dass du von mir hörst. Ich habe Mrs. Catherine oder die Kinder seit Tagen nicht gesehen. Ich dachte schon gerade. Manchmal höre ich sie oben weinen, aber ich kann sie nie finden. Sie scheinen immer direkt nebenan zu sein, auch wenn dort kein Raum ist. Hier passiert etwas Schreckliches bei mir. Ich kann es nicht beschreiben. Ich traue mich kaum, unsere Zimmer zu verlassen. Ich muss gehen, bevor es zu spät ist. Ich liebe dich, Mascha. Ja, haben wir schon mitbekommen, dass hier einiges im Argen ist. Da ist auch so eine Puppe. Die nehme ich auch mal mit. Die gehört natürlich... Ah! Das ist ein Indikator. Kann ich die auch mitnehmen? Nein, das ist ein Indikator, dass ich die Puppe in dem Puppenhaus auch in die... Ich muss gleich mal gucken, was das hier eigentlich ist. Wonach das hier aussieht. Das ist so ein bisschen der Raum für die... So ein bisschen die Abstellkammer oder die... Nein, das ist das Schlafzimmer des Personals, würde ich sagen. Der Näherin, wenn es sowas hier gab. Okay. Ich traue mich hier gar nicht weiter rumzusuchen. Da ist. Alter Falter, hast du mir Angst gemacht. Du dreckiges Mistspiel. Kann ich schon rein? Was? Wie? Geleert. Ich dachte schon, gesperrt für mich.
schmutzige Handtücher und sonst nicht viel. Außer Besen nix gewesen, würde ich sagen. Ey, lauf doch mal geradeaus. Ja, scheiße. Okay. Sieht so aus, als müsste ich hier doch wieder raus. Seitenveranda jetzt also rechts und dann wieder rechts. Okay, dann komme ich ja dahin, wo ich schon war. Spott und Hohn hat sie nur für die Bibel. Na, mal gucken, ob dir das nicht wieder auf die Füße fällt, diese Einstellung. Vielleicht solltest du nochmal ganz schnell gläubig werden. Wer weiß, was passiert. Nochmal fix die alte Reue-Nummer. Zwei... Oh, es ist alles so schlimm. Hier ist noch ein weiterer Raum. Und hier ist ja verbarrikadiert. Kann ich das vielleicht von hier auf machen? Ja, kann ich, oder? Gut. Nein, ich habe wieder nicht gehört! Ach. Alter, Simon, denk doch mal nach! Saubere Bettwäsche. Ja, die Waschküche. Kann ich nicht hier irgendwas für den Kamin? Da, ist da was für den Kamin? Universalverdünnung. Nein, das ist für das eine Zimmer, wo unten diese Schmieren sind auf dem Boden. Aber was hat das damit zu tun? Ich nehme es mit. Wie, was heißt denn hier nein? Ja, du nimmst es schon mal mit. Okay, Lösungsmittel. Ja, da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Vielleicht kann man da auch was wegbrennen, zusammen mit der Streichholzschachtel. Die Puppe kann ich immer noch in das Bügel, in das Nähzimmer legen. Okay, gibt also einige Sachen. Cool, ich habe was Neues herausgefunden. Das ist doch schön. Aber ich traue mich trotzdem nicht nach oben. Denn oben sind die Monster. Im Spielzimmer, da muss die Puppe rein. Und da bei dem Zahnrad gehört meiner Ansicht nach das Lösungsmittel hin. Lang hinein. Ich mach danach auch schön an Duftkerze mache ich an. Nein! Wieso bin ich jetzt tot? Was? Wieso? Was? Neugier ist ja Katze tot, Alter. Wer weiß, da wäre vielleicht ein Schlüssel oder so gewesen. Oder ein Stöpsel. Sophie ist schon wieder tot. Ich werd wahnsinnig. Okay. Jetzt haben wir ja nur noch einen. Nur noch den Eddie. Nur noch Eddie. Wer hätte das gedacht, dass mir mal nur noch der Eddie bleibt? Ach du Scheiße. Das machen wir ein andermal. Denn ich bin jetzt am Ende. Wirklich nervig. Ich werde nochmal eine Folge aufnehmen und Eddie wird seine Chance bekommen. Ich danke schon mal allen, die gesagt haben, die immer weiter gefordert haben, spiel doch nochmal Song of Horror. Ich habe es in so einem Rausch aus diversen anderen Horrorspielen herausgespielt mit ganz vielen anderen Titeln und hatte es schon als sehr intensiv, aber nicht als so abgrundtief knallhart in Erinnerung. Dass man so schnell tot gehen kann, nur weil ich da mal kurz den Stöpsel in der Badewanne suche. Das ist bei Resident Evil, musst du das machen, um den Schlüssel zu kriegen. Hier ist es vielleicht ein Ende. Sie hat ja noch gesagt, ne? Sie hat gesagt, dass das nicht so gut ist. Ich dachte aber, ja, du meinst jetzt halt für deine Gesundheit und für deine Klamotten. Aber ich will jetzt die Scheiße hier haben. Ich habe nicht gedacht, dass sie stirbt. Ich dachte danach, ein kleines Duftkerzchen, Beruhigungskerzchen, kein Problem, was immer du brauchst. Aber es war das Ende. Ja, habt ihr selbst gesehen. Okay, nächstes Mal kommt der Etienne dran. Ich nehme an, das wird eine kurze Folge. Aber wir werden sie nichtsdestotrotz werden wir sie irgendwann aufnehmen. Und sie wird sicherlich nicht so lange brauchen, die Wartepause zwischen dieser zweiten Folge und der wahrscheinlich dann letzten dritten Folge wird nicht so lange dauern, wie ihr jetzt zwischen der ersten und zweiten warten musstet. Tut mir leid nochmal. Ich habe, wie gesagt, es einfach nochmal rausgeholt. Hat sich als gute Idee rausgestellt. Danke dafür, für die vielen Tipps und dass viele nicht locker lassen. Ne? Ich mache jetzt erstmal Schluss. Guten Abend wünsche ich euch noch. Schön, wann auch immer das läuft. Schönen Abend auf jeden Fall. Und
Schlaft gut, schlaft ruhig und rollt die Bettdecke über die Füße. Ihr wisst, was sonst passiert. Die holen die sich. Die holen sich jeden heute, holen die sich den großen Otto. Wenn ihr nicht aufpasst, beim Bettdecke über die Füße legen heute, holla die Waldfee. Glaubt mir. Bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge After Dark mit einem Spiel, das wir schon ein paar Mal hier hatten, zweimal, um genau zu sein. Es heißt Song of Horror und ich habe in diese Folge, habe ich mir extra aufgehoben, denn da habe ich nur noch eine Spielfigur. Ich habe im Rahmen des Spiels sozusagen fünf verschiedene Figuren und eine ist übrig geblieben. Ich werde sie euch zeigen. Es ist Etienne. Etienne ist 45, hat nur ein Feuerzeug, ist offensichtlich alles, was ihm geblieben ist. Und er ist ein selbstbewusster Self-Made-Man, arbeitet als Vertriebsleiter bei Wake Publishing. So, Daniel ist zu Daniel in einer Laufbusche. Ist völlig egal, ne? Wir gucken uns an. Er ist schnell, relativ unauffällig. Stärke ist aber mal ganz vorne. Und Gelassenheit überraschenderweise bei dem Namen doch weit fortgeschritten. Er sagt sich Dinge wie: alles Wichtige aufzuschreiben ist das Geheimnis eines guten Gedächtnisses. Offensichtlich nichts für mich. Etienne, so, mit dem werden wir gleich Song of Horror spielen. Ein Spielstand, den wir, wie gesagt, schon vorbereitet haben. Ich glaube, 4 oder 5 Leute sind schon tot. Das hier ist der letzte und ich glaube, er wird es auch nicht schaffen. Ich bin immer noch in Episode 1. Ich habe aber in dem Haus, in das wir gleich eintauchen werden, schon so einiges dort erreicht. Tatsächlich, ich habe ein paar Türen geöffnet. Die letzte war im Erdgeschoss und da hat es mich dann auch getroffen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt noch mal irgendwie vielleicht eine halbe Stunde rausholen kann, bevor ich auch dieses Mal unweigerlich zerfetzt werde von etwas, was durch dieses Haus wütet. Und ich muss in diesem Haus, was eigentlich, ne? Irgendwas finden, irgendwas in Erfahrung bringen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendwer wird vermisst, aber auf jeden Fall werden 4 Leute vermisst, die da alle reingegangen sind. Und der 5. ist jetzt auf dem besten Weg, selbiger zu werden. So, viel zu erklären gibt es eigentlich gar nicht, außer dass Licht eine Rolle spielt, man sich verstecken kann, es viele unklare Momente gibt, wo man theoretisch sterben kann. Mein letzter Charakter ist zum Beispiel einfach gestorben, weil er in eine Badewanne gegriffen hat. Das ist eine, ich würde sagen, die Benutzung einer Badewanne schließt das Greifen in die Badewanne, wenn sie voll ist, mit ein. Aber das, in dem Fall bin ich halt dann gestorben. Das war nicht schön. Jetzt bleibt nur noch der Eddie. Entschuldigung, Etienne. Und hier draußen, da ist nicht viel, das weiß ich. Ich habe eine Karte, die auch hilfreich ist. Das Ausrufezeichen gibt mir natürlich einen ganz guten Hinweis, wo ich meine Sachen gleich wieder finde. Denn natürlich habe ich die jetzt nicht, sondern die müssen von Charakter zu Charakter weitergegeben werden. Und das ist auch schon mehr oder weniger alles. Das interessiert uns jetzt auch nicht mehr, weil wenn ich jetzt sterbe, war es das eh. Ich habe ja keinen weiteren mehr. Ich brauche nichts mehr weitergeben. Aber das, was ich habe, einsammeln, das muss ich schon noch machen. Da. Ja, der Herzschlag geht schon gleich ein wenig nach oben. Wichtig ist, sich immer in Räumen oder in der Nähe von Räumen aufzuhalten. Und dann auch zu wissen, wo die genau sind. Trotz der Kameraperspektiven und so. Weil die Karte geht dann nicht mehr. Die Räume, in denen man sich verstecken kann. Das habe ich zum Glück auf der Karte auch schon markiert. In diesem Fall wahrscheinlich unter dem Bett. Nein, hier ist ein Schrank, oder? Ja, da. Soweit so gut. Jetzt habe ich alles gesammelt. Jetzt muss ich einmal kurz schauen. Hier ist eine Puppe, die kann ich später in so einem Puppenhaus natürlich einsetzen. Da muss sie auch in dieses Zimmer hier, weil da habe ich sie her. Haiku-Mappe. Komm, wir gucken einmal rein. Ein Teil von einer blauen Mappe, mehrere Papiere drin betrachten. Kann ich nicht. Kann sie auch nicht benutzen. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die dem Charakter gehören, der sie verloren hat. Und ich kann die nicht benutzen. Weil es gibt tatsächlich, oh ja, ich glaube, die habe ich jetzt hier häufiger auch. Gegenstände, die halt nur für bestimmte Charaktere sind. Das könnte relevant sein. Lösungsmittel.
habe ich an zwei Ecken schon mal vermisst. Und zwar ist die eine hier direkt über dem Spielzimmer. Glaube ich. Ja, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, das ist es. Da muss ich aber in den ersten Stock. Und ganz im Ernst, ich traue mich eigentlich nicht. Aber, naja, jetzt komm. Ich bin auf dem Weg, dann kann ich es auch gleich machen und hinter mich bringen. Vielleicht habe ich am Anfang jetzt noch ein bisschen Zeit, weil ich ja noch neu bin. Und das Spiel will mich ja nicht direkt total frusten. Was ist das eigentlich? Haben wir das schon? Notizen. Okay. So, ich will in die Richtung. Man kann auch rennen. Ich glaube, L gedrückt halten. Das sollte ich vielleicht jetzt einfach mal machen. Ich glaube, es gibt ja keine Monster, die irgendwo auf mich warten. Sondern ich muss einfach eine gewisse Zeit erstmal suchen und dann überleben. Jetzt gehe ich, glaube ich, mal. Ich versuche das mal mit dem Lösungsmittel. Ich habe ein bisschen Angst. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, glaubt mir, es kann einen ganz schön fertig machen. Ich bin immer so ein bisschen halb verkniffen, wenn ich das spiele. Da. Okay. Ich höre schon wieder irgendwas. Gut, dass hier auch direkt nebenan ein Zimmer ist, wo ich mich verstecken kann. So, oh, ich kann jetzt so richtig ausatmen. Da war nämlich was. Hier ist irgend so ein komischer Bereich. Na komm. Ach so, ich muss hinleuchten. Jetzt probieren wir das doch mal. Bitte funktioniere. No. Was? Darum geht's? Haken? Das höre ich zum ersten Mal. Ja, weil ich es wahrscheinlich nie ausprobiert habe. Welchen Haken? Wo ist denn hier ein Haken? Was hat denn das damit zu tun? Was haben denn... Ich raff's einfach nicht. Was haben denn die Streifen da unten mit dem Haken, mit welchem Haken zu tun? Okay, ich probiere noch mal ein paar andere Dinger. Ja, er sagt immer dasselbe. Okay, ich probiere es trotzdem noch mal weiter. Vielleicht habe ich ja aus Versehen vielleicht damit? Nein. Wenn ich gar nicht weiß, was hier eigentlich von mir erwartet wird, kann ich natürlich das Rätsel nicht lösen. Damit vielleicht, das könnte doch sogar klappen. Ein Haken mit einer Grillzange. Aber er kann es erreichen. Er kann es nur nicht greifen. Der Klassiker. Also kombinieren. Ah, kombinieren mit Sekundenkleber. Und da kommt natürlich noch was drauf. Sei doch mal nicht so ungeduldig. Geht das jetzt nicht oder was? Na gut, kombinieren mit dem Ring. Nope. Aber das, der Gedanke ist gar nicht so falsch. Was ist das? Ein Notizordner. Was ist das nochmal? Glücksbringer. Ein Passiv. Oh, das ist gut. Sei ordentlich fleißig und aufmerksam und du wirst immer wissen, was du als nächstes tun musst, sagt Etienne. Okay. Hilft mir leider nicht so viel. Ich habe das Gefühl... Okay, das kann scheinbar nicht klappen. Aber was kann ich denn machen mit dem Ding hier? Nee, okay, ergibt wirklich keinen Sinn. Naja, dann machen wir das mit dem Haken, was auch immer das sein soll, später. Auch wenn ich nicht genau raffe. Naja. Da ist auch so ein... Ihr seht das, ne? Da ist unten rechts so ein Punkt da. Manchmal, genau, ist sehr schwer immer zu bekommen. Da, Alter! Das gibt's doch nicht! Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Deswegen ja unten auch der Boden, ne? Soll die Leiter sein. Ich dachte immer irgendwas verschoben, aber das, man sieht ja nichts. Okay, Falltür mit Haken. Da kann ich mir doch eine bauen. Das muss doch gehen. Komm, das machen wir nochmal. Da gucken wir nochmal genauer hin. Also. Und ich kann die nicht dafür benutzen. Dann kombinieren wir nochmal mit theoretisch. Ne, das hatten wir schon. Das hier hatten wir auch mehrfach. Die beiden ergeben keinen Sinn. Streichholzschachtel hatten wir auch schon. Nee, okay, wir finden was. Naja, gut. Das war jetzt aber spannend. Das hat mir richtig was gebracht. Ja, weil ich habe immer, genau, man klickt nämlich immer dieses Bild an und kriegt diesen Text, aber hat, ja, diese Dachluke habe ich völlig übersehen bisher. Okay, immerhin, wir haben... Ja, wir haben nichts erreicht, aber immerhin was entdeckt. Alter. Oh.
Okay, ich kann mich hier verstecken. Holy shit! Oder? Ja, du bist in Gefahr! Ah, hier ist nichts. Naja, scheinbar kann ich ja nicht. Werde ich noch nicht verfolgt. Ach, das macht einen schon so ein bisschen wahnsinnig. Ich mach mal eine Sache. Das? Okay, es war doch nur so ein Wummern. Das ist eine Mechanik, die hier sehr wichtig ist. Man muss manchmal an den Türen lauschen. Ja, um nicht in irgendeinen Hinterhalt zu laufen. Die gibt es durchaus häufiger. Genauso wie diese Puppen. Und verdammt nochmal. Ich habe doch keine Ahnung. Die hier habe ich eigentlich in keinem dieser Zimmer gefunden. Das macht es so bescheuert. Also zumindest liegt die identische Puppe. Oder liegen da zwei? Nein. Nein, nein, das ist die, die ich da gefunden habe. Die habe ich in diesem kleinen, kargen Zimmer gefunden. War das vielleicht das hier rechts? Aber das sieht halt einfach aus wie eine Küche. Aber es ist irgendwie das einzige Moment. Ich nehme es mal. Nee, nee, nicht. Es war nicht unterm Dach. Es war schon da unten. Scheint das einzige Richtige zu sein. Und das hier, ja. Das weiß ich nicht. Das ist schon so lange her, dass ich diese Puppe gefunden habe. Das ist, glaube ich, ein Dreivierteljahr jetzt her oder so. Okay. Naja. Alter. Was will ich überhaupt machen? Erstmal kurz vielleicht einen Schlachtplan. Ich könnte nochmal hier mir die das Klo angucken, was da für ein Rätsel auf mich wartet. Ich weiß nicht, ist es... Nee, es ist keine verschlossene Tür. Irgendwas ist da noch. Unten links war ich schon, den ganzen Westbereich habe ich abgedeckt. Im Osten ist im Wohnzimmer was genau... Das ist der Kamin, genau. Der Kamin, und da habe ich ja... Ich war mir nicht sicher, aber vielleicht hilft es ja dann hier. Lösungsmittel für den Kamin als Brandbeschleuniger und dann die Streichholzschachtel, oder? Ja, also wir gehen runter, gegenüber von der Treppe ins Wohnzimmer. Echt Angst. Mein letzter Typ und meine letzte Frau. Oder die, sagen wir so, die ist schon weg. Die habe ich leider schon verbraucht, die Frauen alle. Nein, ich habe nicht... Ich habe kein Y gedrückt. Da ist der Kamin. Okay, ganz schnell. Hier, komm, X. Achso, ich muss ja auch runterleuchten. Ja, okay. Immerhin endlich mal was. Das funktioniert. Ich weiß nur nicht, was danach kommen soll, wenn ich den Kamin anzünde. Bin ich dann hier vielleicht sicher? Das wäre doch mal was. Hä? Mal schön die alten Knochen ausruhen können. Ja, weiß nicht. Könnte jetzt vielleicht oben hier was sein? Der Kamin ist an. Was bedeutet das hier? Gibt es hier unten einen Keller? Oh, war ich schon im Keller? Ich glaube, im Keller war ich auch schon. Wie komme ich denn in den Keller überhaupt? Garage, WC? Ihr seht es ja auch gerade. Hier ist keine Treppe eingezeichnet. Aber die muss ja... Ja, es muss ja die... Das raff ich nicht. Wie komme ich da runter? Ach genau, über diesen Umweg. Ja, okay. Über diese eine Tür und dann die zweite Tür. Ja, ja. Es ist manchmal echt verwirrend. Ja, was wollte ich wissen? Genau, was ist mit dem Kamin? Da oben ist, glaube ich, versperrt. Ich glaube, das bedeutet dieses schlossähnliche Symbol. Und die Tür davor, der Raum, da ist auch nichts. In dem Zimmer war ich auch häufiger schon.
bleibt immer noch dieses Rätsel im Westen mit dem WC. Keine Ahnung, was das nochmal genau war. Also WC und der Keller. Ja, keine Ahnung, ob der Kamin, was soll der denn, was hat der denn jetzt bewirkt? Eigentlich gar nichts. Ne, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Keller. Okay, ich bin wirklich immer sehr vorsichtig, wie ich meine Zeit plane. Während es, ich hoffe, dass die Zeit jetzt hier nicht vergeht, wobei der Hintergrund lässt es zumindest annehmen. Ich will durch das Hauptzimmer und dann muss ich hinter der Treppe durch und dann direkt rechts durch. Kann aber sein, dass das gar nicht geht, da ist sie auch so durchgestrichen. Ach ja, ich glaube, ich kann da ja gar nicht rein. Wir werden es gleich sehen, vielleicht können wir da rein, aber ich glaube, ich kann da gar nicht rein. Ich glaube nämlich, dass der Raum bleibt mir weiterhin verschlossen, aus diversen Gründen. Vielleicht kann ich es auch nicht lösen, das Spiel, aber das wäre Quatsch. Oh Mann, auch noch die falsche Tür. So, jetzt aber. Mann, ey, ich wette, ich habe die alle schon ausprobiert. 1945. Komm, einmal eine Chance. Not gonna happen. Okay, wo ist denn ein... Da ist ein Versteck ganz hinten. Oh Mann. Da kann ich rein. Okay, hier war ich ja auch schon. Oh, was kann ich hier noch was? Dreh dich mal. Kann ich das ausstellen? Okay. Okay. Also im Keller ist auch nichts. Der Safe, ja. Mit der Kombination, die ich nicht weiß, basierend wahrscheinlich auf einem der Bilder, die irgendwo hier in dem Haus aufgehängt wurden. Ich kann mich erinnern, aber ich glaube mich erinnern zu können, dass ich die alle schon ausprobiert hatte. Es hängt oben im zweiten Stock, hängt ein Bild. Hier unten war eins. Vielleicht ist das auch, soll das auch nur ablenken. Vielleicht soll ich nochmal, ich gehe nochmal rein. Also. Ehemann, Schlüssel, Schublade, Büro, Kinder, nervös, bla, hatten wir, glaube ich, schon. Ein Bild, da ist kein Code. Eine Notiz, da ist auch keinerlei Code. Ich werde die noch nicht mehr alle durchlesen, denn ich habe die ja schon mal. Saul ist 7. Ist hier ein Datum? Auch nicht, okay. Ist hier noch irgendwo ein Datum? Nee, oh, okay, hier war auch nichts. Ich gehe nochmal alle durch. Sprachaufzeichnung hier. 14. September 98. Mommy's really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the... Ach, stimmt, sie war das, ja. And that song? I
wish we had never listened to it. Something is watching us. Ja, für die Story vielleicht relevant, aber jetzt für den Moment vielleicht nicht, wobei ich das auch mal ausprobieren könnte. 14.10.98. Ach, geht doch gar nicht. Stimmt, es geht ja nur ein Jahr. Dann probieren wir doch mal 98, auch wenn ich da nun nicht viel erwarte. Na. Okay, zweiter Brief von Isaac Ferber. Na. 10. Ich glaube, ich habe die schon mal alle ausprobiert irgendwie. 10.09.98 haben wir schon mal probiert. Man weiß natürlich, meinen die vielleicht den Monat? 10.09. Ich weiß, dass die Amis natürlich ein anderes System haben. Man kann es ja mal probieren. So. Nope. Naja, man weiß natürlich nicht genau, wonach man sucht. Aber das war jetzt gerade der 10. August. Oh, das war der September, den ich eingegeben habe. Nee. Oh, nein. Not gonna happen. Okay, ich probiere auch nochmal die anderen durch. Aber ich glaube, das ist halt einfach falsch, ne? Das wird falsch sein. Nee, 09 hatten wir ja eben. Ja, okay, komm. Wir gucken mal weiter in dem Brief auch noch. Was, Safe-Rätsel? Nein, das heißt du nicht. Er heißt sogar Safe, Alter. Da habe ich ein... Das ist ja nicht zu... Das kann ich doch keinem erzählen. Aber es ist wirklich jetzt ein Dreivierteljahr her, dass ich das gespielt habe. Ich hätte mir vielleicht das Let's Play angucken müssen. Vielleicht habe ich das auch übersehen. Ich weiß es nicht mehr. Aber hier steht offensichtlich, was für ein... Die Lieblingspuppe, ja, die brauche ich auch. Ich brauche sie alle. Okay, und die Kombination geändert. Jetzt kann ich mir, glaube ich, erarbeiten. So, ich mach's mal so. Die Nummer unserer Hausanschrift. Oh nein, das ist bestimmt auf einem der Briefe. Die Nummer unserer Hausanschrift. Sauls Alter. Das Jahrzehnt und Jahr, in dem das Gemälde oben direkt neben der Treppe gemalt wurde. Oh Mann, da muss ich jetzt aber echt nochmal mir hinstellen. Das wird ja richtig aufwendig. Also, das mit dem Gemälde oben habe ich ja schon mal gesagt. Das Gemälde hängt da oben. So. Direkt neben der Treppe. Neben Treppe waren gemalt. Das schreiben wir uns schön alles auf. Hier machen wir keinen Fehler. So. Dann. Sauls Alter, verdammt. Saul ist, glaube ich, der A7. Ja, Sauls Alter. Ich dachte gerade, es wäre der Vater, aber nein, der Vater heißt, glaube ich, Daniel, oder? Nee. Dein Papa, liebe Julia. Papa, ist egal. So, von Hascher für seine Tochter Julia. Ich kann mir das eigentlich auch mal aufschreiben, ne? Wie die alle heißen. Hascher und Julia und so. So, Saul haben wir. Also, die 7. Die Nummer der Hausanschrift, da muss ich gleich nochmal mir die Briefe angucken, ob da nicht irgendwas. Ja. Das Jahrzehnt, okay. Hausnummer. Und die Nummer 1 ist die Hausnummer, die Nummer 2 ist Saul und die Nummer 3 ist dann das Jahrzehnt. Jahrzehnt und Jahr. Hä? Das Jahrzehnt und Jahr? Ach so, okay, also. Die letzten zwei Ziffern. Okay. Ich glaube, es war... War es 72? Ich weiß es nicht. Ah, egal. Wir werden es gleich sehen. Trotzdem ist die Hausnummer noch ein echtes Problem. Verdammt nochmal. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier irgendwo die Hausnummer finde. Ich kann mich erinnern, irgendwo lag Brief... Also Post, Moment, habe ich Post dabei? Schwarz-Weiß-Foto, Aufzeichnung. Habe ich nicht irgendwo Post, die ich da mitgenommen habe, oben aus dem Zimmer? Aus dem Hauptraum sozusagen? Aus dem Foyer? Was
steht da eigentlich? Das Gerüst kommt hierher, okay. So, steht hier die Straße? Da steht Husher. Und dann ist da sowas. Ist das eine Nummer? Nee, das ist eher so ein bisschen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich sehe da ein E und ein A und ein I. Eine Unterschrift natürlich und irgendein Datum oder Zahlen. Sieht ganz komisch aus. Aber nichts, was mir jetzt die Straße, oder? Nein, nein, ich glaube nicht. So, Bauplan, Adresse. Ah, hier vielleicht. Alte Rohre prüfen. Ist hier denn. Mann, ich weiß, dass ich genau an der Scheiße schon mal gehangen habe und zu stolz war, um online nachzugucken, weil ich einfach nicht raffe, warum ich das nicht. Warum ich diese Adresse nicht finden kann. Ich meine, ich muss doch eigentlich nur rausgehen und mir das Haus angucken von vorne. Aber ich weiß, dass wenn ich jetzt nach vorne gehe, dass das Haus, dass ich mir das nicht angucken kann, die Hausnummer. Okay, wir kommen zurück zu euch. Ich will keinen Weg falsch gehen müssen, also jetzt wieder links. Wo will ich eigentlich hin? Das sollte ich mich echt mal jetzt langsam fragen. Hau ab, Mann! Nein, warum ist er zu? Geh doch da durch! Was ist jetzt los? Ach komm! Ihr verarscht mich doch! Was soll ich denn hier machen? Ja, mit was? Ach, das ist doch Bullshit! Okay, habe ich hier irgendwas in der Tasche? Ja, stimmt, ich habe das mal im Tutorial gelesen, dass man Dinge blocken kann. Ey, und das während ihr mich terrorisiert. Ah. Ja. Ah. Muss man erstmal abschütteln, die Scheiße. Aber es ist schon sehr schockierend, wenn dann was passiert ist, man zu 110% im Spiel und bezahlt wirklich mit seinem Leben. Ich wette, ich schäle mir hier Tag für Tag meine Lebenserwartung. Schäle ich mir hier runter. Ich zünde gerade die Kerze an beiden Enden an und laufe damit durchs Haus. So, Episoden. Ich höre jetzt auf, aber es gibt ja weitere Episoden und ich müsste mir eigentlich mal die anderen angucken. Den Anfang, habe ich den überhaupt mal gespielt? Ja. Er bekommt, ne, das und das. So, und das sind die vier Charaktere. Aber es gibt doch mittlerweile schon viel mehr. Kann ich die... Die hängen wohl miteinander zusammen. Ich hatte gehofft, dass die vielleicht episodisch sind und ich dann... Naja, aber dass ich dann quasi nochmal in eine andere hätte reinspringen können. Weil was soll ich denn jetzt machen? Ich bin doch tot. Seitdem Daniel in die Herrscherwelle gegangen ist, genau, das Spiel fing auch so an. Auto steht noch in der Einfahrt. Vier Personen, jeder hat unterschiedliche Motive. Mir hat eigentlich nicht mehr so viel gefehlt. Mir hat nur noch die dumme Hausnummer gefehlt. Naja, ich drücke mal Start, um zu gucken, was jetzt passiert, weil ich habe ja keinen Charakter mehr. Was ist denn nun Ansage hier? Hardly taken a step forward, when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. Das ist der Anfang. Started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days, and I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror. Sometimes, the worst of all, a vast,
oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there. Just hallucinations, nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Trapped in this impossible place, I wondered if I was going to die there. Ja, bisher sieht es durchaus so aus, würde ich sagen. Und hier fängt das Spiel eigentlich nochmal an, denn ich habe ja alle meine Charaktere aufgebraucht. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh. Da ist er wieder, Etienne. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. Ja. Ich würde natürlich gerne jetzt nochmal spielen, aber ich habe erstmal genug, ich bin schon wieder so schockiert. Ihr habt natürlich anhand der Länge gesehen, dass ich nicht mehr viel überlebt habe mit Etienne, aber es ist nicht so leicht. Ich weiß jetzt, was ich da hätte machen sollen. Ich kann mich auch erinnern, es gelesen zu haben, dass ich eben vor die Tür Interaktion und dann hat man so eine Art Kräftemessen mit diesem Monster auf der anderen Seite und das kann man überleben und dann ist wieder alles okay. Habe ich das jemals geschafft? Ich weiß es nicht. Ich bin auf eine Menge Arten gestorben. So viele hätte ich diesem Haus gar nicht zugetraut, will ich ganz ehrlich sein. Und ich würde es auch euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr Song of Horror, wenn ihr das nicht kennt und jetzt Interesse gefunden habt, weil so weit habe ich jetzt auch nicht gespielt. Ich habe ein bisschen was gespielt, aber ich glaube, da ist noch einiges drin, allein wie viele Episoden das noch gibt. Und ich traue diesem Spiel noch einiges zu und ich frage mich auch, ja, wie man das schaffen soll, Folge für Folge dann zu überleben, wenn ich jetzt, ich meine, ich habe mich auch dumm angestellt, aber man stirbt mehr oder weniger auch einfach mal sehr schnell, ohne es wirklich kontrollieren zu können. Wenn man dumme Sachen macht, kriegt man oft auch die Quittung, okay, die Badewanne hätte nicht sein müssen letztes Mal, aber eigentlich habe ich schon versucht, vorsichtig zu spielen. Das mit dem Lauschen und so hat hier und da auch mal geklappt. Aber dieses Spontane, bist du jetzt in dieser Situation, musst reagieren, dann haust du natürlich, egal was du gelernt oder mal gelesen hast, erstmal ab. Du haust erstmal ab, suchst die anderen Türen und dann war es schon wieder zu spät. Also, aber wie gesagt, tolles Spiel, kann ich sehr empfehlen. Viel Spaß damit, holt's euch. Das war auf jeden Fall, finde ich, eine kurze, aber doch intensive halbe Stunde After Dark hier mit mir. Darkmon, und ich muss jetzt erstmal, was muss ich jetzt trinken? Ein Baldrian-Kaffee. Ich werde mich jetzt erstmal einfach mal behutsam in Mehl einreiben für eine Woche und einfach mal panieren für mich in der Sonne, weil ich einfach jetzt fertig bin. Ich brauche jetzt, es ist einfach dieses Spiel, ne? Och. Holla die Waldfee. Also, es ist von mir, kriegt 10 von 10 Gruselfaktor. Es hat wirklich Dinge, die direkt in dein Nervenkostüm reinstricken und da Dinge kaputt machen. Und ich, ja, und es macht teilweise Spaß, aber es ist schon auch. So ein verkrampftes, die ganze Zeit Angst haben. Seid gewarnt. Es kostet heute wahrscheinlich nicht mehr so viel, wie als ich diese Reihe angefangen habe. Deswegen guckt noch mal nach. Ist wahrscheinlich für 10 € oder 20 maximal zu haben. Viel Spaß und tschüss.